Hallo meine lieben Gartenfreunde, heute geht es um die Tomaten, die letztendlich raus müssen. Ich will euch nur mal zeigen, das ist hier eine Tomatenpflanze, die schon sehr gut auch Tomaten hat. Hier ist die zweite Rispe, es geht hier hoch. Sie hat, wie man sieht, kartoffelige Blätter. Das Blaue dran ist Kupfersulfat, das ich einmal in meinem Garten angewendet habe. Man sieht auch, wo ich aufgehört habe. Also diese Pflanze hat sich enorm weiterentwickelt. Hier oben ist alles schön grün, ohne Kupfersulfat. Also das obere meiner Pflanzen ist schön grün. Also, aber trotz Kupfersulfat sehen die Pflanze nicht gesund aus, mit bloßem Auge zu erkennen. Es ist aber so, dass ich bei diesen Pflanzen, also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nur diese Pflanze nimmt, werde ich weiterhin kämpfen. Gestern zum Beispiel hat sie erst eine Natrondusche bekommen und ich werde hier natürlich alles tun, damit ich von diesen Tomaten, reife Tomaten, essen kann. Und so geht es bei vielen Tomaten weiter, genauso wie hier, das ist Hunderte und Tausende die Sorte, ist auch nichts Besonderes, also für diese Sorte meine ich, aber destotrotz habe ich hier, wo ich was ernten kann. Also man sieht auf jeden Fall, es haben sich Tomaten gebildet. Klar, Mitte Juli haben wir meistens schon genug Tomaten gegessen, sind auf den Geschmack gekommen, aber dieses Jahr ist ein Sonderjahr und es geht hier nicht um hohe Erträge, sondern ums Überleben der Pflanzen. Und genau ums Überleben oder Nicht-Überleben geht es heute in meinem Video. Ja, ihr habt mich gefragt, wie sieht es aus? Bis wie lang oder wie viel Arbeit mache ich mir oder wie lange kämpfe ich mit der jeweiligen Tomate? Wie schlimm muss sie aussehen und wann gebe ich auf, bis ich die Tomate dann wegmache? Das wollte ich heute in diesem Video beantworten und euch gleich zeigen, welche Tomaten bei mir heute rausfliegen. Nicht ohne Grund. Schaut an, ein Beispiel von dieser Tomate, zeige ich euch was. Das ist eine Sorte, ich schreibe den Namen dazu, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und zwar, so sieht die Pflanze aus. Ich schneide hier regelmäßig Blätter ab. Hier sind ein paar Tomaten zu sehen. Das ist eine kuschelige Sorte. Ich habe zwei Tomaten hier. Anhand von dieser Pflanze möchte ich euch Folgendes zeigen. Die Pflanze ist fast komplett befallen mit irgendeiner Krankheit. Ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen Braunfäule und anderen Pilzkrankheiten, die so rumlaufen in unseren Gärten. Aber hier sieht man, die Blätter sind alle stark befallen und an dieser Pflanze möchte ich euch Folgendes zeigen. Ich habe hier zwei kleine Tomaten. Ich werde diesen zwei Tomaten die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Beim genauen Hinschauen sieht man, dass die Tomate an diesem Trieb entstanden sind. Diesen Trieb hoch, der sieht auch sehr krank aus. Aber ich lasse diesen Tomaten hier noch ein paar Blätter von hier oben, einfach die noch einigermaßen gesund sind. Der Rest kommt weg und die gesamte Pflanze bis hier hoch, die wird wegkommen. Ich schneide hier alles weg. Ich weiß, ich habe hier Blüten. Bis die Blüten zu Tomaten werden, sind mindestens mehrere Wochen vorbei. Bis dahin ist die Pflanze tot. Aus diesem Grund werde ich schauen, dass ich diese zwei kleine eventuell noch weiterentwickeln, wachsen und damit ich überhaupt von dieser Pflanze, auch wenn es kranke sind, aber Samen nehmen, die ich natürlich niemandem anbieten werde. Wenn man Samen von kranken Tomaten nimmt, dann gibt es eine Methode, wo man sie etwas gesünder macht, beziehungsweise so eine Spüllauge ist es. Aus diesem Grund kommt hier das obere dieser Pflanze komplett weg. Das ist zu der Frage, wie weit gehe ich bei meinen Tomaten und wann gebe ich den Kampf auf. Ich gebe jetzt dieser Pflanze nicht noch eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Ich gebe nur den zwei Tomaten eine Chance. Schaut, so sieht's aus. Ich habe sie abgeschnitten. Und so lasse ich die Pflanze jetzt gut. Hier ist auch noch eine kleine Rispe. Ich habe hier noch eine kleine Tomate entdeckt. Mal schauen, was das wird. Aber das war nur ein einziges Korn, das aufgegangen ist von dieser Sorte. Und ich gebe ihr diese Chance nochmal. Dasselbe mache ich mit Tomatenpflanzen, die so ähnlich ausschauen. Zum Beispiel habe ich hier daneben auch noch so einen Kandidat. Schaut es euch an. Das ist eine Zwergtomate. Die Sorte schreibe ich hier dazu, weil ich sie wahrscheinlich falsch ausspreche. Bis hier nach oben gehen insgesamt vier, mehr oder weniger große kleine Tomaten. Ich habe hier schon sehr viele Blätter abgeschnitten, die in diesem Zustand sind.
Ihr seht es, das ist nicht Kraut- und Braunfäule, das ist was anderes, aber ich schreibe es auch dazu. Hier geht nichts mehr und ich auch hier, die Rispe ist komplett leer. Auch wenn hier oben noch was stattfindet, dann hat die Pflanze es trotzdem von mir keine Chance mehr verdient, weil wir haben Mitte Juli, es wird nichts mehr mit dieser Pflanze. Ich freue mich, wenn diese kleinen Tomaten was werden, damit ich es mir anschauen kann, eine Kostprobe mache und vielleicht eventuell Samen mache für mich, für die Zukunft. So, und jetzt zu den Tomaten, die rausfliegen. Aus welchem Grund? Und ja, warum ich ihnen keine Chance mehr gebe? Schaut, das ist eine Pflanze, das ist eine Zwergsorte. So sieht die Pflanze aus. Ich schneide hier auch regelmäßig Blätter ab. Ihr seht, wie die ausschaut. Das geht hier höher und hier. Also es ist ja nicht zu übersehen, dass die Pflanze es einfach nicht packt. Die ist sehr krank jetzt. Und heute haben wir Mitte Juli. Schaut euch die Pflanze an. Das ist eine Dwarfsorte, die ist sehr klein. Aber auch Dwarfsorten können sehr zickig sein. Und ich habe meine Dwarfsorten von Ende Januar bis Mitte Februar gesät. Das ist, wenn man sogar nimmt Mitte Februar, das sind bis jetzt 5 Monate. Das sind 130 Tage. In diesen 130 Tagen hat die Pflanze keine Chance gehabt, Blütenrispen zu entwickeln. Das ist hier die allererste. Und hier ist keine einzige Tomate dran. Nach 130 Tagen. Unser Wetter ist dazu natürlich ja, der Hauptschuldige. Aus diesem Grund fliegen solche Sorten bei mir einfach raus. Diese Tomate bekommt keine Chance mehr von mir aus dem Grund, weil sie an sich nichts hat. Die Pflanze ist krank und aus diesem Grund, bevor es hier sich verbreitet, was vielleicht auch schon ist, aber da die Nachbarpflanzen doch ein bisschen mehr haben, ich zeige es mal kurz, sind auch Dwarfsorten, muss sowas hier weg. Auch wenn ich von der Sorte keine Samen mehr habe und das war die einzige Pflanze, muss ich solche Entscheidungen treffen, auch wenn es hart ist für mich und mir tut es wirklich weh. Aber wie gesagt, hier geht es dieses Jahr nicht mehr um Ertrag, sondern ums Überleben. So, die Pflanze habe ich hiermit entsorgt. Es als nächstes folgt, ich räume hier auf. Das kommt auch alles weg. Dieser Stock, der meine Pflanze hier hatte, der kommt auch hier raus. Den werde ich mit Spüliwasser abspülen und in der Sonne trocknen lassen. Also wie zum Beispiel heute bei 30 Grad lasse ich den hier ein bisschen liegen. Oder man kann ihn natürlich auch mit kochendem Wasser übergießen. Diese Stelle hier, wo die Pflanze gewachsen hat, da lege ich großzügig entweder Reste vom Knoblauch hin oder in Knoblauchsud, damit, wenn hier Rückstände von Pilzspuren sind, dass sie weg sind. So, und dann habe ich immer wieder mal solche Pflanzen. Ich glaube, das ist die Sorte aus Su, wenn ich mich nicht täusche. Ich sehe es einfach an der Form und an der Pflanzen, an der Pflanze an, die auch sehr, ja, nicht gut ausschaut. Die Blätter sehen zu 90% alles so aus. Ich versuche es hier natürlich mit Natron dusche mehrmals in der Woche. Also das ist das, was ich wirklich jeden zweiten, dritten Tag nach Möglichkeit, nach Zeit mache. Ich schreibe euch das Rezept hier dazu, wie ich das mache und hoffe einfach, dass es hier ein bisschen mehr. Das ist eine sehr tolle Sorte, die ich letztes Jahr so, wo ich letztes Jahr so viel Ertrag hatte. Aber ja, dieses Jahr, ja, das Thema haben wir schon. Also das ist mein Weg, wie ich mit meinen Pflanzen umgehe. Und ihr Lieben, mir ist natürlich bewusst, dass jedem dabei das Herz blutet, wenn man sieht, wie Tomatenpflanzen von uns eigenhändig vernichtet werden. Aber manchmal muss man Konsequenzen ziehen und einfach, damit die anderen Pflanzen eine bessere Chance haben. Damit gesunde Tomatenpflanzen sich weiterentwickeln können und die Tomaten noch gesund nachreifen können oder Rispen, die sich noch bilden, eine Chance haben und weiter wachsen. Manche Pflanzen, wie man sieht, trotz schwieriger Wetterverhältnisse, haben relativ viel Ertrag hängen. Und da kann man auch wiederum sagen, solche Jahre wie dieses sind der beste Stressmacher für unsere Tomaten, um resistente und gute Sorten auszusortieren. Also die Sorten, die bei mir dieses Jahr gut überleben, so wie die hier, die hat auch wunderschöne Tomaten. Ich weiß, welche Sorte es ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Ich schreibe sie euch dazu. Das ist für mich der Anreiz, weiterzumachen. Und dann gibt es wiederum Tomaten, so wie die hier, die es im Gewächshaus
gerade mal mit zwei sehr mickrigen Tomaten schafft. Also ja, so ist die Lage jeden Tomatenfreundes. Schaut. Und da müssen wir halt durch. Deswegen bauen wir es an, um zu wissen, was und wie. Das ist auch eine super, mega schöne Sorte. Die Pflanze ist riesig. Die Pflanze ist riesig. Ich zeige sie euch mal. Die geht fast bis zur Decke. Und hat bis jetzt eine einzige Tomate. Dazu muss man sagen, das ist eine Megamav-Sorte mit riesen Früchten. Mal schauen, wenn ich eine große Tomate bekomme, die ein Kilo wiegt, dann bin ich auch schon zufrieden. Dieses Jahr ist es echt schwierig.